Servus Leute, wir sind wieder zurück in Altis Live. Ja, am Weg zum Kupferverarbeiter, der Marco ist hinter mir. Hi. Was wir diesmal gar nicht gemacht haben, ist, dass wir Gruppen eingestellt haben. Eben merke ich. Hatten wir auch gerade. Kein Geld bei für. Kostet ja 10.000. Die kostet 10.000, die sind ja auch so teuer. Dass die jedes Mal neu machen, muss das auch so ein irgendwas. Ja, so 5.000 fände ich noch okay, aber. Weil darüber hat man halt einen eigenen Chat und so weiter. Oh, es wird hell, Gott sei Dank. Ja, stimmt, es ist 4 Uhr. Vielleicht dürfte es bei uns auch heller werden. Weil das ist gerade hell dunkel geworden. Ist auch so nervig, dann hast du nämlich Lags dann. Ja. Weil da du brechen die FPS so ein. So, wir müssen jetzt gleich da sein. Da durch die Kurve habe ich gesehen. Bin schon gespannt, was wir verdienen. Ja. Weil ich habe jetzt gleich noch so 10.000 im Inventar mitgehabt und du hast nichts, hast du gesagt. Und dann schauen wir nachher, was wir verdient haben für die zwei Sachen. Ja. Aber man muss auch sagen, du hast diese eine Fuge, die du gemacht hast, noch bei dir. Also bei mir wird es. Ja, ich zeige ja zusammen. Nee, ich meine im Endpreis dann. Ja, ich will ja eh nur zusammengerechnet haben. Na, okay. Halt, ja. So, jetzt wird's hell, wieder doch nicht, wird wieder hell, wieder doch nicht. So ungefähr, ja. Und dunkel. Ja, das ist das Einzige, was ein bisschen nervt. Verstehe das aber nicht, warum es das nicht, warum das. Hat das ein bisschen Desync, halt mit der Desynchronisation oder. Naja, also. Ich glaube, der Server versucht. Ja, ich glaube, das kann auch damit zusammenhängen, aber. Oder hat man auf der Map unterschiedliche Punkte, wo man Tag und Nacht hat noch? So sozusagen einen Sonnenaufgang. Vorsicht, ich fahr rückwärts gleich rein. Okay. Nee, also ich glaube, das ist, weil der Server die ganze Zeit versucht, das bei allen synchron zu kriegen. Okay. Weil jeder hat ja eine relativ unterschiedliche Uhrzeit. Ich fahr mal hier so hinten rum. Passt. Ich gegen den Container fahren, alles klar. So, dann verkaufen wir mal die erste Ladung, 14 Stück verkaufen. Kannst du übrigens 18 Barren mitnehmen. 10.000 habe ich jetzt für die 14 gekriegt. 18 Barren kriege ich rein? Ja. Vielleicht sogar mehr, ich weiß nicht, wie viel du getrunken hast. Einmal habe ich getrunken, glaube ich. Also ich habe einmal ein Hasenfleisch gegessen und einmal getrunken. So. Vielleicht gehen sogar 19 rein. Ja, 19 gehen auch. Vielleicht gehen ab, dann probiere ich beim nächsten Mal 20. Ja. Obwohl, da muss ich wieder zwei Zahlen ziehen. Du Arme. Ja, ich habe aber noch 77 Stück drin und da kann ich gleich mit 19 verkaufen halt. Das ist egal. So. Und nein, nicht in mein Inventar, verdammt. Ja, ich hab da auch ab und zu so Probleme. Ich will immer mit der mittleren Maustaste dann das Inventar öffnen, aber es klappt ja nicht. 90 gehen rein bei mir gerade. So, ich habe jetzt 69.000 mit 86 gemacht. Bist nur? Was dann ist denn. Ich mal so bin ich. Achso. Ja, für 10 habe ich 6.000 bekommen. Ich glaube, dass wir mehr schon haben. Ich habe jetzt 99.000 im Inventar und 10.000 habe ich noch drinnen gehabt. Dann haben wir so 170.000. Fahren wir jetzt gleich. Also, wir wollen uns erstmal am Weg hinauf zum Salz. Ja, in Atira oder in irgendeiner anderen Stadt. Also Salz vorkommen und dann ist oben Sofia. Ja die Salzmühle, also ja, Sofia. Ja, aber soll man so weit riskieren? Ja, ist wurscht, nicht. Ja, probieren wir es aus. Mehr als dass wir es. No, ja, jetzt verlieren können wir es nicht. Ich kann da jetzt gerade nicht einsteigen. So, passt. Dann geht's mal auf zur Salz. Produktion, Salzvorkommen. Ja, genau. Jetzt
jetzt wird es auch schon langsam wieder Tag. Jetzt kann ich mal das Licht abdrehen. Unnötig schon. Das stimmt. Aber jetzt kann ich ja auch mal wieder in der Ego-Perspektive fahren. Das mache ich so selten. Ja, ich mache das auch selten, wenn man nicht so gut nachher sieht, was einem hinter einem ist. Und man sieht die Kurven nicht so gut, finde ich. Und aber in so langsameren Autos geht das. Bei Rennspielen und so weiter, da fahre ich immer Stoßstangen bzw. Motorhaubenansicht. Aber bei solchen Spielen ist man fast Außenansicht. Obwohl bei Battlefield 4 habe ich es auch lieber so drinnen. Weil da ist mir egal, was rundherum vorgeht. Beziehungsweise geht es ja meistens gar nicht anders. Bei Battlefield 4 ist es so eingestellt. Wir könnten aber noch Transportmission annehmen, eine. Vielleicht das kommen stimmt. wir vorbei. Ja, wir kommen am DP11 mindestens vorbei. Ja, aber es kann ja sein, dass du irgendwo hingeschickt wirst. Das ist ja der Scheiß bei den Transportmissions. Aber ist auch gut so, sonst könnte man sich einfach aussuchen und die ganze Zeit irgendwie Geld fahren. Angeblich bringen sich Transportmissions erst, wenn du einen Helikopter hast. Und sinnvoll landen kannst auf engen Plätzen. Mit dem SUV geht es eigentlich auch. Ja, aber mit dem SUV ist das Problem nachher, dass du erstens einmal nicht direkt fahren kannst. Und das Problem nachher mit den 200, dass du die Karte nicht siehst und so weiter. Du musst die Map in- und auswendig können. Oder langsam fahren. Ja, oder langsam fahren. Kann ich gleich mit einem Boot fahren dann. So. Aber hier schön mit dem Limit. Weißt du noch, wie viel die Salzlizenz gekostet hat? 30.000, 35, 40? Ich glaube 40. Also dann zahle ich nämlich auch mein ganzes Geld ein. Halt sozusagen zahlen wir mal relativ viel Geld ein, dass wir nicht, dass wir einen Unfall oder was haben. Obwohl, wir kommen jetzt eh nicht sinnvoll erst in Sofia beim Bankomaten vorbei. Naja, hier links wäre einer. Ja, aber da müssen wir wieder rausfahren. Ich sage ja sinnvoll. Ah, ja, stimmt. Direkt am Weg. Nein, da fahren wir zuerst im Salzburg kommen und dann. Ja. Laden wir sich die Helme jetzt mal voll mit Salz, dass wir da mal die herinnen haben, weil jetzt haben wir es noch nicht herinnen, was wir Ausgaben gehabt haben. Ja. Das heißt, jetzt lohnt es sich noch nicht zu sterben. Also sterben wir auch noch nicht. Auch wenn wir jetzt einen weiten Weg vor uns haben. Dem bin ich, in Arma 3 hier, heißt das? Keine Ahnung, in irgendeinem Arma 3 Mods bin ich den ziemlich oft gefahren. Okay. Ja, ich habe Arma 3 sozusagen so selber noch nie gespielt. Weißt du, ich muss mir das hier mal anschauen, wie das ist, so vom Gameplay her. Weil ich glaube, dass das ziemlich interessant sein könnte. Durch das realistische Kriegsszenario. Ja, also es gibt da echt viele Möglichkeiten mit. Nur bei Aufnahmen ist halt immer so scheiße mit der Performance von dem Spiel. Obwohl ich finde, außer jetzt auf dem Server, verliert man eigentlich nicht so viele FPS bei der Aufnahme als sonst. Also als wenn man normal auf dem Server ist es extrem. Ja. Ich habe mir auch schon überlegt, wo ich heute da gesehen habe, ja, ich habe nur 3000 und eigentlich gar nichts mehr. Ob ich nicht einfach auf einen anderen Server gehen soll und wir starten dort nochmal neu, aber ja. Keine Ahnung. Die Performance auf dem Server ist eigentlich schon grottig. Ja. So, wir müssen eh ganz gerade durch, dann mit dem Flughafen vorbei und dann hoch immer. Einfach Hauptstraße, glaube ich, die ganze Zeit. Ja, Hauptstraße und da kommt einmal so eine Kreuzung nach dem Airfield und dann müssen wir uns links halten. Dann können wir auch noch an der Autobahnpolizei vorbei, das ist natürlich ein bisschen schlecht. Obwohl, wir können ja über den Salzsee fahren und kann man die auch umgehen. Ja, wir können eklig querfeld dort nach einfahren. Mal schauen. Ja, nee, aber wir können ja gleich Salz mitnehmen, meine ich. Ja, das hätte ich hier vor. Wollen machen und dann erst zum Sofa hinauffahren und dann verarbeiten. Vielleicht. Ja, genau. Alles andere wäre ja nicht so klug. Ja. Aber das ist so ein wunderschöner Sonnenuntergang. Boah, das ist so ein geiler Sonnenaufgang. So ein Aufgang? Ach ja. Aufgang ist es. Ja, hast du die Uhr immer offen, oder? Ja, also ich habe das GPS offen, da steht ja auch eine Uhr. Ah, stimmt, da steht es auch, sehe ich gerade. Bei dir ist es wie spät? 5.03 Uhr. Bei mir auch. Gerade so geil, wo wir da entgegenfahren. Hm.
Ja, also mein Kumpel hat sich auch Arma 3 gekauft letztens und mit dem habe ich dann auch ein bisschen Altes Live gespielt auf einem anderen Server. Und da haben wir halt Delivery Missions hauptsächlich gemacht. Ja, aber zahlen sie sich so aus? Ich weiß, ich habe nur gehört, dass die so wenig Geld Na, bringen eigentlich, dass es sich er nicht mal wollte halt auch auszahlt. noch Altes erkunden und da bietet sich das halt an. Okay, ja. Und so Weißt du, wenig bringen sonst. die gar nicht. Also, wenn man Altes wirklich erkunden möchte, dann kriegt man für einen langen Weg 30.000. Aber das ist dann auch von einem bis zum anderen Ende der Map. Ja, aber das kriege ich, wenn ich mir dann, blöd genommen, wenn ich Pfirsiche fahre, habe ich da vorher 15.000 mit dem, wie heißt der nochmal, Kava, wie heißt das, Zamak, mit Zamak, den Ja. vollen Zamak habe ich 15.000 kassiert. Und das hat dauert, was, 10 Minuten ungefähr. Das Das stimmt längste, was auch. dauert hat, war das Pflücken dauert und. Halt in 20 Minuten hast du leichte 30.000 und das ist eigentlich das Minimalste. Weil wie lange haben wir jetzt braucht? Eine halbe Stunde gerade mal für eine komplette Ladung Für Kupferfarmen. 170.000, Ja. 180.000 sogar fast. Ne, 170. Ich hab 89 oder sowas, wenn ich meine 10.000 abziehe, kassiert. So, ich Ja. will jetzt mal nachher auf der Karte mal kurz mal einen Punkt setzen. Weil es ist eh noch weit, wir müssen ja noch beim Flughafen vorbei. Also ich kenne den Weg. Du knapp hinter mir oder? Es geht so 100 Meter vielleicht maximal, vielleicht auch 50. So. Bin gespannt, wie man, wenn wir mit dem Fliegen nach ist, ob man da viel Geld verdienen oder nicht. Weil da müssen wir nachher auf jeden Fall schauen, dass man irgendwann, halt wenn wir mal Geld haben, ich würde jetzt ein bisschen was sozusagen Geld bunkern. Und dann, dass wir uns einmal. Also die Standardausrüstung kaufen können, auch Waffenzeug und dass wir immer ein bisschen was auf Reserve haben, dass wir, weiß nicht, 200.000 sagen, okay, das lassen wir über. Und mit den 200.000 können wir sich nachher ein Hemd oder sowas mieten und dann kurzzeitig auch mal wieder Geld farmen gehen, falls wir sowas brauchen. Ja, und die sind ja mit Hemmets auch schnell verdient. Ja, einmal Kupfer hast du gleich. Ja, das finde ich halt so gut an dem Server, weil man hier so niedrige Mietpreise, genau, Mietpreise hat. Obwohl wahrscheinlich Salz sogar noch besser ist, wenn du fährst. Wenn du dafür gleich das Auto mietest, runterfährst am Salzsee und rauffährst am Salzverarbeiter, ist glaube ich Stimmt. schneller. Kommt immer darauf an, wie der Preis gerade steht, halt von den ganzen Zeugen. So. Ah, da ist jetzt gerade rechts der Flughafen. Jetzt müsste nachher die Straße so rechts in den Knick hinüber machen. Ja, da kommt Irgendwann. erstmal noch eine Tankstelle und hier Ich kann muss man mal gut das. mit dem SUV langfahren. Ich muss mir das Shift auf eine andere Taste legen, weil ich will nicht die ganze Zeit Shift mit dem kleinen Finger drücken. Ich will das auf der Maus haben oder so etwas. Ja, das ist manchmal echt nervig. Weil sonst bist du gleich um, weiß nicht, 10 km langsamer. Ja. Ohne Overdrive. Da wäre ein ATM, soll man da hinten. Na, das ist wurscht. Wird nicht so das Problem. Wir werden uns nicht gleich da ausrauben. Und zwar noch keine Waffen. Hast du eigentlich eine Banditenlizenz? Nee. Kostet Die ja auch kostet 100.000 oder hier sowas. Doch. 80.000. Weil die Aber sollte man es. sich ja auch, dann weil da gibt es einfach die besseren Waffen. Ich glaube, ich kaufe auch Ja. dabei gar keine andere Waffe. Weil die Polizei kann die geholsterten Waffen ja nicht überprüfen, halt. Ja, ich weiß nicht, ob Warte, es hier. warte, warte, Oh. warte, 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 warte. Ja, ich bremse schon. Zoll ist offen, Zoll ist offen. Zoll Boah. ist offen? Oh, Zoll. Naja, Zoll nicht, aber Ja. Polizei, Dingsbums. Hier Wir ist müssen. auch eine. Nein, ich bin falsch gefahren, oder? Ja. Du musst links fahren. Ja, ich sollte aber da schauen, wo eine Lücke im Zaun ist und dort drüber fahren und nicht beim, wo der Zaun ist. Ich komme wieder zurück auf die Straße. Du bist gerade vorbeigefahren. Ja, ich bin gerade richtig gefahren. Ja, ich habe mich verdammt. Ist ja eh schon üblich. Was ist das, ein 50er in der Stadt? Ja, wir haben keine Lizenz. Und ich bin mir nicht sicher, ob es oben beim Lizenzhändler in der Stadt eine Traglizenz gibt. Aber ich glaube schon. Ach ja, das ist auch eine gute Frage. Ach, interessiert keinen. Wer braucht schon Lizenzen? Wir machen alles irgendwie egal. Das sind ja auch nicht unsere Fahrzeuge, sollen sie uns wegnehmen? Haben wir eh noch 100.000 verloren. Nein, interessant wird es jetzt erst, wenn wir
wenn wir mal das Geld zumindest verdient haben. Hoffe, ich bin auch richtig. Wenn wir das Geld verdient haben, dass wir sozusagen die Hemetzerinnen haben. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Bad, direkt am Salzfeld und schalten wir da wieder dann Ja, live zu. genau. Oder wenn was Spannendes passiert. Wenn man, ja, oder es passiert was Spannendes. Dann bis gleich. Ciao, Leute. Ciao.